Willkommen zurück zu Final Fantasy X-2 und weiter geht's hier. Wir sind immer noch auf der Mihenstraße, haben quasi die Halbzeit erreicht, nämlich bei Rins Reisebedarf. Und ich habe heute einen Gast, den ersten Gast in der Leitung hier. Ich glaube, bei Final Fantasy X hat es ziemlich lange gedauert, beziehungsweise gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, aber auf jeden Fall jetzt. Einmal war er dabei und jetzt ist er gleich als erstes dabei. Jetzt lässt sich natürlich auch gleich vorstellen. Ja, hallo zusammen, ich bin der Suikone-Fan 1. Jawohl, da bist du wieder und in diesem Teil darfst du auch nicht fehlen. Wir reden erstmal kurz mit dem Typen da. Ohne Chocopos fehlt einfach was. Machina sind zwar praktisch, aber ihnen fehlt die Anmut. Ja, da hat er wohl recht. Ja, und für die Leute, die dich noch nicht kennen, darfst du dich jetzt einfach mal vorstellen. Ja, ich bin der Rekord von 1, hab selber mal mit Let's Playen angefangen, aber kann momentan nichts weitermachen, da mein PC nicht vernünftig funktioniert. Okay. Und deswegen. Und ja, bin unter anderem auch ein Final Fantasy Fan. Neben Suikoden, wie mein YouTube-Name schon sagt. Ja, es deutet darauf hin. Suikoden ist ja auch eine wunderschöne Reihe, die ich leider Let's Play technisch noch gar nicht angefasst habe. So, reden wir mal mit der Tante noch. Ach ja, da könnte man das Luftmobil. Nee, will ich nicht. Hattest du nicht mal Suikoden 2 Let's Play? Suikoden 2, nee, das wäre das, was ich noch am ehesten Let's Playen würde, weil es eigentlich der beste ist, also finde ich zumindest. Aber noch nicht, also noch habe ich es nicht Let's Played. Ich dachte, ich hab mich vertan. Ich dachte, ich hätte mal ein Let's Play bei dir gesehen. Vielleicht beim guten Ravenite, der hat es nämlich gemacht. Das weiß ich ja, klar, Ravenite weiß ich. So, ist gut gemacht, nicht? Ein Spielzeug-Chocopo, wie süß. Aber er ist unverkäuflich, wie schade. Okay, den kriegt man wohl wirklich nicht. So, was ist mit dir? Tut mir leid, das steht nicht zum Verkauf. Ich will ja auch die blöden Teile nicht kaufen. Ich will mich nur umgucken. Was macht ihr hier? Sag mal, schaut die Machina immer noch hierher? Ich fühle mich so beobachtet. Das macht mich total nervös. Die guckt doch gar nicht her. Seid ihr schon mal mit dem Luftmobil gefahren? Nö, noch nicht. Traut euch, man sollte nichts unprobiert lassen. Ja, irgendwann mal, wenn ich den Fußweg satt habe, dann bestimmt. Willkommen, ja, wir können einkaufen. Während ich hier eventuell ein bisschen was einkaufe, kannst du ja deine Meinung zu FF10 2 preisgeben. Ja, Final Fantasy 2 spiele ich gerade selber, wie ich schon erwähnt habe. Und ich bin natürlich, hatte es vorher nur angespielt und bin von jetzt, wo ich es richtig spiele, richtig begeistert von dem Spiel. Ja, das ist schön. Aber selbst ein gutes Spiel gespielt. Das ist doch mal eine schöne Meinung, weil gerade FF10 2 ja immer so gerne im Kreuzfeuer steht. Ja. Habe ich schon in vielen Kritiken im Internet gesehen. Ja, das sieht man auch hier in den Kommentaren. Genau, es gibt eigentlich kein Zwischendrin, ne? In den Kommentaren ist das auch immer sehr auffällig gewesen. Wobei die Meinung jetzt finde ich zumindest ein bisschen besser wurde. Also gerade jetzt durch die Neuerungen, also was heißt Neuerungen, durch die für uns Neuerungen. Aber soweit ich weiß, spielst du ja die PS2-Version, ne? Ja, ich habe keine PS3. Die ja damals auch gut war. Also ich habe schon damals das Spiel sehr gemocht, muss ich sagen. Auch ohne diese ganzen Neuerungen und das Pokémon-System, ja. Oder wie man es nennen möchte. Und dieses Monster-System ist halt eine Neuerung, also man bringt mehr Abwechslung rein. Ja, auf jeden Fall. Man hat ja noch mehr dann vom Spiel, was wir bisher eigentlich noch gar nicht so wirklich ausgetüftelt haben. Immer noch ein Part, und hier gibt es ein paar, also zumindest einen neuen Gegner, also was heißt neu? Neu zumindest für diesen Part. Das sollten wir vielleicht aufpassen, was der drauf hat, aber okay. Was? Der kann ja gar nichts! Ich wollte gerade sagen, du musst dir keine großen Sorgen machen. Der ist ja leichter wie die Kleinen! Sehr schwach. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hatte ich anders in Erinnerung. Aber okay, soll mir recht sein. Ja. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein paar Standardfragen wechseln. So das Altbekannte, was ich bei FF10 immer wieder gebracht habe. Jetzt haben wir ja zum Beispiel nur 3 spielbare Charaktere. Da frage ich jetzt einfach mal, was ist denn dein Lieblingscharakter? Und wie findest du das eigentlich, dass es nur noch 3 Charaktere gibt? Also, dass es nur 3 gibt, ist eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich. Macht es übersichtlicher.
Und mein Lieblingscharakter ist Pain. Die gute Pain, mhm. Über die man ja eigentlich am wenigsten weiß. Relativ wenig weiß, ja. Leider. Man erfährt später ein bisschen was von der, aber auch nicht allzu viel. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob diese Pilze immer noch diesen Schlafzauber als Konter machen. Nee, anscheinend nicht. Oh Gott, sind die alle billig! Effortless. Nur. Ja, gut. Sei froh. Es gibt noch Stärke gegen deinem Spiel. Ja, wird noch kommen. Also es werden noch Herausforderungen sowas. Ich könnte jetzt ein paar Gegner nennen, die mich enttäuschen, aber ich will nicht spoilern. Ja, wenn spoilert, dann wollen wir das natürlich noch nicht wissen. Denn wir wollen das Ganze so gut wie möglich bleiben. Ja, wir wissen, aber die Zuschauer sollen es halt nicht wissen. Mhm. Spoilern. Wird sich dann bestimmt noch zeigen. So, aber bei dem mache ich wieder einen Panzerbrecher. Weil der so panzerig aussieht. Ja, die haben es auch unten. Die können. Nein, die doch nicht, die sind eher schwach, aber Varianten von denen, die haben es in sich. Mhm. Ja, also die waren ja damals, die kamen ja relativ spät im ersten Teil. Erst bei Senekend oder so, da haben die echt was drauf gehabt. Aber jetzt, ja, was soll's. Ja. Einfach weg mit. So, hier haben wir Phönixfeder. Ja, ich habe den Gast jetzt ein bisschen vorgezogen, weil ich dachte mir, wenn ich da auf der Straße rumrenne wie öde, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich jetzt ganz spontan doch jemand noch an meiner Seite habe. Und zum Glück hast du dich dann doch sehr spontan gemeldet. Aber immer gerne. Ich bin immer gerne als Gast irgendwo. Ich bin momentan auch bei anderen Let's Play eigentlich fast permanent zu Gast. Ja, bei welchem denn? Nur einmal. Hm? Sondern das war ein Let's Play zu Suikoden 3 von den guten Chocobo 19. Ah, Chocobo 19, genau. Mhm. Ja, das ist doch schön. So, da haben wir noch jemanden. Hallo? Ne, redet natürlich nicht mit mir. Da unten ist wieder die alte Mihen-Straße. Die werden wir natürlich auch noch erkunden. Aber viel mehr werden wir wahrscheinlich gar nicht heute sehen. Mal gucken, ja. Wir können noch ein paar Kisten holen, die ihr das letzte Mal geschrieben habt, was wir übersehen haben. Damit wir das auch nachgeholt haben. Das kriegen wir noch hin. Ja, wir können jetzt natürlich noch gar nicht so viel über FF10.2 labern, weil wir noch relativ am Anfang sind. Ich wollte gerade sagen, ich wollte erst über die Kostüme ein bisschen labern, aber... Ja, können wir ja so im... Das wäre auch gespoilert ein bisschen. Ein bisschen, ja. Wir können natürlich nur über die reden, wo wir jetzt schon kennen. Aber wir können ja generell fragen, was hältst du denn von diesem Kostüm- bzw. Jobsystem, das wir jetzt eingeführt haben? Richtig cool gemacht. Mhm. Also ich mag dieses Jobsystem. Kenne ich auch noch von Final Fantasy 5, aber auch nicht schlecht, aber das ist hier noch tausendmal besser. Genau, bei 5 habe ich es auch zum ersten Mal kennengelernt. Hab's damals wirklich geliebt. Bei Teil 9, ja gut, bei Teil 9, nee, da war es nicht wirklich präsent, aber gut, vor allem halt hier in 10.2 dann nochmal. Richtig schön aufgebohrt. Ja. So, jetzt kommen wir. Kann ich mir nicht sagen, weil 9 habe ich nie gespielt. Ja, solltest du nachholen. Das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Ich habe es mal angesehen bei meinem Bruder, als er es mal gespielt hat, aber war nicht so begeistert davon. Ja, muss man vielleicht nochmal ein zweites Mal drüber schauen. Also ich finde, gerade wenn man, also bei mir war es so, ich war halt Teil 8 gewohnt, den Grafikstil und so, und dann war ich bei 9 ein bisschen abgeschreckt, aber das hat sich relativ schnell wieder gegeben. Und ich kann es nur empfehlen. Das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Hallo, du bist ein Reisender, oder? Soll ich dir was über diese Gegend erzählen? Yo, dann lass mal was hören über die Mihen-Straße. Bis vor kurzem waren viele Chocobos auf dieser Straße und viele Reisende sind auf ihnen geritten. Aber jetzt werden Luftmobile verwendet und man braucht die Chocobos nicht mehr. Außerdem gibt es hier ein Monster, das Chocobos frisst und deswegen sind sie von hier fort. Übrigens geblieben sind nur die Albed-Machina. Überall stehen Machina herum, aber die sind nur zur Überwachung. Sie sind also total ungefährlich. Und? War das nicht ausführlich? Ja, das weiß ich alles schon. Aber egal. So, was ist mit dem Kerl? Der redet nicht mit mir. Was ich am Pain mag, ist dieser Sarkasmus von ihr ständig. Naja, dieser dunkle Humor, den es da immer an den Tag legt. Ja. Das ist... Vor allem, wenn Riku auf den Nerven geht. Ja, das ist ein unglaublicher Kontrast, ne? Die beiden, ey. Ja. Ich wollte zur jungen Liga zurück, als ich denen hier in die Arme gelaufen bin.
Okay, kann ich euch irgendwie helfen, oder? Ich bin ihm bei seinen Bemühungen, die Chocopos wieder zurückzuholen, behilflich. Für die Rückkehr der Chocopos werden wir keine Mühe scheuen. Ja, gutes Gelingen dabei. Ich predige, damit die Chocopos wieder auf die Mihen-Straße zurückkehren. Damit ich viele Anhänger gewinne, halte ich meine Predigten an alle Passanten. Oh Gott, das soll was bringen? Ich weiß ja nicht. Klingt ja irgendwie gefährlich. Ich hau ab. So, denn ab in die alte Mihen-Straße, da gab es ja auch immer wieder was abzugriffeln. Aber hier waren, glaube ich, nur eine Kiste oder so. Keine Ahnung. Irgendwas wird es da bestimmt geben, ja. Wer ist das? Ist ja auch so wie der eine Händler von früher. Du bist doch das hohe Medium. Ich war einst bei den Tempelkriegern. Ich habe dich in Lucca gesehen, als ich zum Geleitschutz des Erzprimas dort war. Aha, ja, keine Ahnung. Wenn er meint. Ja, jetzt mal so nebenbei. Mich, ich bin schon gespannt, für welche Seite du dich entscheidest. Ja, das werde ich nicht alleine entscheiden. Das werden wir gemeinsam machen. Das werde ich wahrscheinlich voten lassen. Man wird ja immer wieder darauf hingestoßen, diese beiden Seiten. Ist klar, dass wir auf Dauer wahrscheinlich nicht neutral bleiben können. Was passiert jetzt denn bitte? Bitte nichts Schlimmes. Ach nö, nur ein Szenenwechsel. Ich dachte, jetzt kommt eine Sequenz oder so. Es wirkte fast... Aber hier gibt es auch Gegner. Schön. Ich kann ja erzählen, was ich gewählt habe. Ja. Wenn es nicht spoilert ist. Keine Ahnung. Nö, also, es ist ja relativ offensichtlich, dass wir uns entweder gegen dieses neue Yevon oder diese junge Liga in irgendeiner Weise entscheiden dürfen. Wir werden jetzt natürlich nicht drauf eingehen, inwiefern und was das für einen Grund oder Hintergrund hat. Ja. Ein richtig und falsch gibt es sowieso nicht, möchte ich erst noch erwähnen. Von daher, ja, kannst du es gern erwähnen. Ja, ich habe eine neue Yevon entschieden. Mhm, okay. Ja, da hat jeder natürlich seine eigene Meinung, für wen er sich entscheidet. Warum, das kennen wir, kannst du gerne in den Kommentaren dann schreiben, wenn es soweit ist. Aber wenn man die 100% haben möchte, muss man jetzt zweimal spielen. Ja, das ist das Komische. Also davon war ich eigentlich auch überzeugt, aber viele Kommentarschreiber meinen, es würde auch eine Seite reichen. Nein, das ist eben nicht, weil man kriegt nur, wenn man beide Seiten gewählt hat, nur Yevon und die junge Liga, kriegt man 100%. So war, also der Meinung bin ich eigentlich auch immer gewesen. Es sei denn, die haben bei der Remastered jetzt da irgendwas geändert. Vielleicht kann das jemand, der sich ganz, ganz sicher ist, das nochmal schreiben. Aber manche haben echt gemeint, jo, nö, es reicht, wenn du eine Seite, aber dann halt das und das, das triggerst. Naja, mal abwarten. Ich weiß es selber nicht genau, ich spiele auch zum ersten Mal. Ich bin eine Aushilfskraft. Wie war das nochmal? Ja, keine Ahnung, aber ich wollte jetzt mal kurz in die Abilities rein, denn Pain hat was gelernt. Nämlich... Donnerklinge anscheinend. Das genauso wie du auch. Ich nehme auch einen Job. Beziehungsweise ich habe schon die festen Jobs schon gewählt. Die anderen mache ich gar nicht. Na gut, dann kannst du die Aquaklinge meinetwegen auch noch machen. Das geht ja schnell. So, jetzt war ich hier aber noch nicht. Der redet nicht mit mir, war ja fast klar. Und wieder ein paar Luschengegner. Naja, alles drauf. Die Oberstold finde ich cool. Dass die auch manchmal stärker werden. Gegner. Ach ja, stimmt, ja. Das ist ja auch eine übelst krasse, ich sag mal, Challenge, sämtliche Gegner auch im Oversoul-Status zu besiegen. Dafür gibt es, glaube ich, auch eine Sammlung bzw. Trophäe. Also das finde ich schon ein bisschen zu krass, ganz ehrlich. Ich hab bisher noch nie ein Oversoul-Monster gehabt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe auch mal gelesen, dass Endboss Oversoul gehen, aber wie soll man die dann bekommen? Nee, also das ist mir echt zu blöd, sowas, ganz ehrlich. Da muss man ja viel zu viel Zeit investieren. Aber gut, wer es möchte, soll da seinen Spaß dran haben. Mir reicht da lediglich das 100% Ende. Und das werden wir definitiv kriegen. Hoffe ich mal. So, jetzt glaube ich, sollte ich mal Riku heilen. Die war schon so halb gekrümmt. Ja, der geht's nicht gut. Wir haben so viel durchkommen. Einige Sidequests in dem Spiel sind. Die sind mir teilweise zu schwer. Sidequests. Ja, es gibt echt ein paar blöde Sidequests. Das stimmt, aber ich werde sie alle angehen. Wobei, ja gut, Blitzball werden wir nicht intensiv spielen, das kann ich gleich sagen, aber... Das werde ich auch gar nicht spielen, Blitzball.
ich mag das Spiel gar nicht. Habe ich, glaube ich, auch schon beim ersten, auch beim Final Fantasy 10 Part gedacht, dass ich Blitzburg gar nicht mag. Ja, im ersten Teil habe ich es ja früher sehr gemocht, aber sie haben es halt stark abgeändert im zweiten. Das seht ihr dann, wenn wir soweit sind. Momentan ist ja irgendwie Saisonpause oder so. Naja. Ja, dafür ist ja jetzt das Vero Break. Ja, genau, das ist momentan eher aktiv, wobei ich da auch nur ein Übungsspiel machen durfte. Goldnadel, yay. Ich liebe die, Zero Break macht richtig Spaß, Zero Break. Ja, das ist ein tolles Spiel, definitiv. Also es gibt ja auch ein paar Leute, die es gar nicht mögen, habe ich schon rausgelesen. Ja. Oder auch gar nicht können. Für manche ist es auch relativ anspruchsvoll. Aber ja, gibt auch die Leute, die richtig ihren Spaß haben. Ich habe die Spiele selber zum ersten Mal und habe relativ schnell herausgefunden, worum es da geht genau. Und ja, es ist eine Herausforderung, sage ich mal so. Es war auch was anderes. Man war ja immer diese Kartenspiele gewohnt, gut, dann Blitzball und noch so ein paar Geschicklichkeitsminispiele, aber so ein Münzspiel mit Multiplikatoren und so, das ist mal was ganz anderes. Und wenn es so ein bisschen ins Mathematische geht, dann ist es sowieso voll mein Ding. Ich habe auch den letzten Gegner im Turnier nicht besiegen können. Ja, ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich meine, ich hätte das alles gemacht damals. Ah, das Flügelvieh ist übrigens gerade im Oversoul. Merkt man auch sofort. Der hält deutlich mehr aus. Er glitzert. Ja, aber wieso kam der jetzt nochmal in Oversoul? Was haben wir jetzt nochmal Tolles gemacht? Ich weiß gar nicht. Oder ist das einfach random? Das ist, wenn man spielt ein anderes Gehirn haben besiegt. Oh Gott sei Dank stirbt da gerade, weil langsam habe ich mir Sorgen gemacht. Meine Güte. Oversoul, nicht schlecht. Gibt aber auch, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das deutlich mehr gab. Erstmal heilen. Also meine erste Version war ja ein bisschen kaputt, der Kratz, da konnte ich nicht besiegen, habe ich mir vor zwei Tagen dann neu gekauft. Achso, okay. Ich habe es gebraucht im Top-Zustand. Ist ein bisschen schade, ne? CDs können relativ schnell. Ich weiß nicht, PlayStation 2 Games waren relativ unrobust. Im Gegensatz zu den Einsern. So, jetzt reden wir mal mit denen. Ihr seid zu Fuß bis hierher gelaufen? Dabei ist hier doch nichts. Wofür sich die Mumie lohnt? Früher war da immer was. Verdammt. Ich kenne dich doch von irgendwoher. Haben wir uns schon mal gesehen? Nein, ich bin total unbekannt hier. Weißt du das denn nicht? Ich habe nur die Welt gerettet, mehr nicht. Ja, ist doch nix. Naja, muss nicht jeder Yuna kennen. Da ist sie wahrscheinlich selbst auch recht froh drum, wenn sie mal nicht erkannt wird. Aber ich bin ein bisschen schwer zu erkennen, weil man ist dann nicht gewohnt, dass sie eine Pistole trägt. Ja, ein kleiner Imagewechsel bei der guten Yuna. Aber gut, ich habe diesen Imagewechsel ja relativ am Anfang des Projektes ein bisschen kritisiert und fand das nicht so toll. Gerade wenn man dran denkt, wie sie früher war. Aber ich weiß nicht mehr von wem, aber ich habe einen schönen Kommentar bekommen, der das versucht hat, ein bisschen zu erklären, warum sie jetzt so ist, wie sie ist. Ich meine, damals hat sie diese unglaublich schwere Bürde gehabt, quasi in die Fußstapfen ihres Vaters wollte sie treten und sie hat sich ja quasi von der Welt während ihrer Reise verabschiedet und hat damit schon abgeschlossen. Sie hatte ja im Grunde keine Zukunft gehabt und durch die Vernichtung von Sinn hat sie eben doch dann ihre Zukunft gehabt und dadurch wollte sie sich jetzt erstmal selbst finden als eigentlich ja noch Jugendliche. Ja. Und das erklärt das alles so ein bisschen, dass sie einfach so ein bisschen rausleben will, so was sie die ganze Zeit eben nicht konnte. Und mal von dem Gesichtspunkt abgesehen, fand ich das doch, ja, also doch, dem kann ich nur zustimmen. Da hätte man ja auch nicht selber laufen können, du hast ja das Video gezeigt, das Übergangsvideo zu 10.2. Genau. Von daher, ich nehme es ja gar nicht mehr so krumm, dass es so ist, wie sie ist. Ja. Und naja, gut, die Motivation ihrer Reise ist ja schon Grund genug dafür, dass sie wirklich die gute alte Yuna ist. Ich meine, nur weil sie so einen alten Sphere gesehen hat, ist er ja hellauf begeistert, hier eine große Reise, ein großes Abenteuer mit uns zu erleben. Von dem wir ja im Grunde noch nichts wissen. Wir sind ja immer noch ganz am Anfang der Hauptmission und rennen hier in Gegenden rum, wo nichts ist außer Gegner und Gegner. Und Gegner! Aber damit sind wir jetzt fertig. Wir rennen jetzt raus. Ja.
So, aber... Ist im Vergleich zu 10 ein eher kurzes Spiel. Ja, es ist eigentlich ein relativ kurzes Spiel, auch wenn man jetzt alles mitnimmt, ne? Na gut, wenn man denkt, dass man das Hammer spielen muss, um die Fähigkeit zu bekommen, ist schon etwas länger, aber... Ja, insgesamt stimmt. Ist das trotzdem, glaube ich, kürzer als 10-1. Das stimmt. Und vor allem, wenn man gar nicht drauf erpicht ist, alles zu machen, dann ist es ultra kurz. Das sind ja gerade mal 5 Kapitel. Aber na gut, die haben es auch in sich. Also da wird noch einiges an... Also es kommt noch so viel an Story. Wir haben eigentlich noch gar keine Story erlebt. Außer ein paar Gesichter kennengelernt haben wir ja noch sonst noch gar nichts. Dieser Wolf ist schon wieder am Oversoul, aber den kriegen wir schon hin. Da ist er down und wir haben Salve erlernt. Gut. Oder auch wenn die Oversoul sind, gibt es auch mehr Erfahrungspunkte und Items. So andere Items auch teilweise. Da wollen wir die gleich mal umrüsten. Salve ist ja gar nicht mal so schlecht. Das war nämlich recht teuer. Vernichtender Schaden. Das sollte man vielleicht schon mal ausprobieren. Dann gehe ich jetzt mal auf den Multischuss. Der erteilt nämlich Flächenschaden. Vernichtender Schaden heißt Autocrit. Okay. Und, Nee. Ich will raus aus Yuna und rein in Pain. Das klang jetzt total falsch, aber egal. ein wenig. Ihr wisst schon, was ich meine. Gewichtlinge erteilt Gewichtsschaden. Ah, das ist doch Blödsinn. Wettertyp erteilt Schaden und Verzögerung. Stürmen ist auch blöd. Na komm, machen wir mal Notprotest. Und Stürmen ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja. Ja, komm. Man macht Protest und Shell. Außerdem... Tobsucht und bist dann nicht. Ja, doch, aber Tobsucht, ey, das ist doch blöd. Ich mag nicht. Finde ich jetzt praktisch. Ja. Wenn einer Tobsucht ist, ist praktisch. Ja, gut, wenn es nur einer ist, geht's ja noch. Also ein Haut drauf Kerl auch nur auf Tobsucht, okay. Ja. So, jetzt haben wir das hier geschafft. Viel Zeit bleibt nicht mehr, aber wir können noch in die. Ja, wir können auch schnell die Items abcachen. Dafür brauche ich aber einen Speicherpunkt. Oder, ja, wir könnten eigentlich jetzt noch gleich Richtung Norden und uns mal schnell noch den Funkuspass angucken. Vielleicht gibt es da einen Speicherpunkt und garantiert wird Yuna das wieder mit einem schönen Monolog uns zu Gemüte führen. Lauschen wir mal rein. Ich kann mich erinnern, da habe ich ein bisschen trainiert auf dem Funkuspass. Aber das... kann man nur alle Gegner schaffen, wenn man vorher auch ein bisschen trainiert hat. Denn da tauchen, weiß nicht, ob das sagen soll, auch Gegner auf, die ziemlich stark sind. Ah, mal schauen. Gucken, kriegen wir jetzt eine Sequenz. Aber die tauchen eher selten auf. Nee, keine Sequenz, okay. Nicht auf dem Platz selber, sondern in der Nebenstraße. Achso, Ja, da gehen wir, okay, ich habe jetzt gedacht, da kommt vielleicht noch eine kleine Sequenz, aber nö, kommt nicht, dann hauen wir gleich ab. Denn auch dann geht's aus mit 9.099 Leben. Oh yeah. Und wenn man da nicht trainiert hat vorher ein wenig, sind die nahezu unmöglich zu besiegen. Kann ich mir vorstellen. Aber wir kriegen das schon alles hin hier. Ja, wir sind stark. Jetzt müssen wir erstmal wieder in die alten Gebiete. Nochmal zu Luca. Da haben wir eine Kiste übersehen. Ja. Habt ihr auch ganz fleißig geschrieben. Ist dann vorbeigelaufen an der Kiste. Hast du wahrscheinlich gesehen, hast du gedacht, wie komme ich da ran? Weiß ich nicht und weitergelaufen. Ich hab's noch nicht mal gesehen, aber ich habe einfach nicht an dieses Sprungfeature gedacht. Da war ich einfach so sehr auf FF10 getrimmt. Ich weiß, wo ich hinlaufen kann, aber ich habe irgendwie das mit dem Springen, dass ich da neue Ecken und so, das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, nee. So, die war nämlich gleich hier relativ am Anfang. Dann müssen wir mal hier runter, dann müssten wir so eigentlich schon sehen. War das schon hier unten? Na, mal gucken. Ja. Ich lädt gerade. Genau. Nee. Nee, ich glaube. War das nicht gleich am Anfang? Das war schon da. Du bist noch mal vorbeigelaufen. Ja, 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 das war doch gleich hier oben. Ey, da ist sie doch! Da! Ja. Mensch. Hat nur gerade schwarz gesehen, konnte das nicht erst sagen. Ja, genau. Durch Skype haben wir natürlich immer ein kleines Delay. So, der Mondschleier. Gleich zweimal bekommen und das war's hier schon. Den Rest haben wir nämlich gesammelt. Gleich weg hier. Dann haben wir nämlich noch was in Kilika verpasst.
Da kann man einiges verpassen. Kilika ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Ja, gerade jetzt. Also früher war es recht strukturiert, aber jetzt, wo sie so aufgebaut haben, ne? Da kann man schon recht schnell was übersehen. Aber ich glaube, es ist wirklich nur die eine Kiste, die wir auch wieder mit einer Sprungpassage verpasst haben. Aber auch gleich am Anfang, wenn ich mich nicht irre. Dass du da auf Boot springen musst. Mal gucken. Ja, genau. Es war genau am Anfang. Stimmt. Gleich darüber irgendwie. So, nämlich hier. Ja, genau. Und wo? Da also könnte noch eines sein. Das kann ich gar nicht. Das ein Äther. Mir selber neu. Aber ich glaube, da war noch eins. Man sieht es ja auch auf der Karte, da hinten. Genau. Ja, das meine ich. Das meinte ich. Ah, gleich noch zwei abgecached. Sehr gut. MP-Pille. Cool. Das müsste gewesen sein. Und ab mit uns. Das Coole ist, die tauchen ja alle wieder auf nach jedem Kapitel. Die Kiste. Echt? Ach so, ja, stimmt, ja. Das heißt, man muss wirklich alles nochmal abklappern. Egal ob Dorf oder Dungeon oder sonst was, es lohnt sich. So, jetzt haben wir alles nachgeholt. Mihenstraße ist durch, jetzt können wir uns in was Neues wagen. Es wird aber auch mal Zeit. Ja, eigentlich ist jetzt der Funkuspass dran. Der hat 3 Sterne. Mihenstraße hatte 2, also es wird schon anspruchsvoller. Wollen wir uns davon aber nicht beunruhigen lassen und gehen einfach rein. Mal gucken, ob wir jetzt eine Sequenz kriegen. Monster am Funkuspass. Die Liga bereitet sich in ihrem Hauptsitz auf eine größere Aktion vor. Mal wieder. Und kümmert sich nicht mehr um die Monster. Einfach ein Getümmel. Kein Wunder, dass da die Gegner stärker werden, wenn sie sich nicht mehr drum kümmern. So, da werde ich nochmal schnell speichern und dann... Ja, viel Zeit bleibt nicht mehr, aber noch so ein bisschen, klein bisschen reinschnuppern. Okay. Das muss noch drin sein. Ja. Gucken wir mal, vielleicht gibt's. Ah ja, jetzt gibt's eine Sequenz. Das kann ich jetzt ja auch noch erzählen. Naja, ihr könnt dann wirklich dazwischen reden, nicht? Maybe there's a sphere here. It's our turn to do the following. Genau, die beiden deppen schon wieder. Und wo die sind, da kann es entweder nur irgendeinen Sphero geben oder sonst irgendwie was. Und hier können wir auch mal mit den Leuten. Good to see you again, Lady Yuna. You haven't forgotten me, have you? Wir geben uns einfach mal schlau und sagen, sie sind Yaibel von der Liga, auch wenn ich ihn persönlich jetzt nicht mehr kenne, aber egal. Yaibel ist. Immer Yagat, die kenne ich noch. You really do remember me. I am truly honored, Lady Yuna. Since that day we first spoke, the Youth League has been conducting a sphere hunt of its own. We, the Youth League. Clasco, take it from here. We, the Youth League, to better our understanding of Spira's past, vow to remain vigilant in our search for ruins and spheres. Oh, that's enough! Those two guys are getting away! Did LeBlanc's men pass through here? Yes, they said they're here to take care of our fiend problem. You see, the Youth League is in preparation for an important operation, leaving our patrols short-handed. As a result, the road to headquarters has been overrun with fiends. Be warned, unless you can defeat the fiends on the road, you will not be able to pass. So, are you ready to run the gauntlet? Klar doch sind wir das, allerdings erst im nächsten Part, um mal einen kleinen Cliffhanger zu machen. Ja, von der ganzen Gruppe, ich kann mich nicht wirklich an die Leute erinnern, außer an Clasco, den kenne ich noch ganz genau, den wir damals überredet haben, dass er doch lieber so ein Chocobo-Hüter werden soll. Und er wirkt nicht ganz glücklich hier in der jungen, neuen Liga. Ja, ob wir da noch mehr erfahren werden, das sehen wir das nächste Mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch und du hoffentlich auch. Ich danke nochmal, dass du mein erster Gast in diesem Projekt warst. Bestimmt nicht der letzte, so viel ist sicher. Und ja, es geht schon bald weiter hier und dann auch schon bald mit der Monsterzucht, so viel sei versprochen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und natürlich hast du die letzten Worte. Jo, ich sag auch mal bis zum nächsten Mal. Vielleicht treffen wir dich auch mal wieder. Jo, ciao.